So, hi zusammen, herzlich willkommen zur wahrscheinlich letzten Folge, bevor ich erst bald eine Woche weg bin, von Let's Play Argage, dem deutschen Argage-Videomagazin. Ja, was haben wir jetzt heute noch genau vor? Erstmal mein Inventar klein kriegen, ich habe ein paar Sachen zu verkaufen, ich muss mir einen Dischstein besorgen, ich muss mir auf jeden Fall Bordsteine bauen. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig, wenn ich mir weiter das muntere Treiben der Bots da unten angucken kann. Die ja eigentlich alle schon ihren Bot-Debuff drauf haben. Zumindest die, die jetzt hier so planlos durch die Gegend laufen. Ne? Ja, der eher weniger. Der hier zum Beispiel auch. Da sind ja so viele dabei, die jetzt. Ja, mal gucken, was ist jetzt, was bringt mit dem neuen Polizeisystem hier im Spiel. Es kam ja, glaube ich, auch schon die Aufforderung von XL Games an die Spieler. Achtung, reportet bitte nicht unnötig. Es soll ja nur reportet werden, wenn Leute wirklich was angestellt haben. Bla 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 bla. Ja, hier haben wir wieder mal eine erweiterte Housing Area. Das habe ich ja, glaube ich, beim letzten Mal schon gezeigt. Da sind überall noch Baugerüste von Leuten, die hier Plätze reserviert haben oder auch wirklich bauen wollen vielleicht. Die Housing Areas wurden ja alle um einen kleinen Bereich immer erweitert. Sogar bei uns auf der Insel geht es um ein Feld weiter nach hinten den Berg hoch. Ja, das hat jetzt nicht so den großen Einfluss gehabt. Wir müssen mal schauen. Eventuell können wir ein bisschen was bei uns umbauen, eventuell auch nicht. Da müssen wir mal gucken. Und da poppen jetzt wieder die ganzen Bäume vor mir auf. Jawohl, meine Damen und Herren. Sehr schön, sehr schön. Ich glaube hier beim Handwerkshändler. Oh, jetzt geht es aber wieder ein wenig runter von den Frames her. So. Hier beim Handwerkswarenhändler sollte ich eigentlich das bekommen, was ich brauche. Ne, sortiere. Da sind wir daheim. Ja, die Steine kaufen wir gleich mal. Sechs Mann weiß ja nie, was alles kommt. Was haben wir alles zum Dissen? Jawohl, wir haben erstmal hier diesen Stab hier. Das gibt wieder roten Staub. Flapp einmal. Und vor allem die kleinen hier. Die sind natürlich ganz wichtig. Nochmal 8 davon. Und einen großen. Ja, jetzt brauche ich natürlich einen Alchemietisch. Den gibt es hier oben nicht. Den werde ich da unten in der NPC-Siedlung finden. Wie das aussieht, wie sich die Bäume langsam aufbauen. Ihr habt es ja gerade gesehen. Ja, ja, die alte Mühle. Wie gesagt, bald ist mal wieder eine neue Maschine fällig, auf jeden Fall. Ich mag die Housing Area Musik, die ist so schön friedlich. Friedlich. Du, du. Du, 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 du. Du, 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 du. Ja, genau so muss es sein. Architisch, Architisch, Architisch. Wo könnte der Architisch sein? Hier ist der Mörser auf jeden Fall. An dem brauche ich jetzt erstmal nicht ranzugehen. Oder vielleicht doch. Mal sehen. Na, ich habe eh keinen Kupferband. Ich kann auch nicht das Instrument upgraden. Das werde ich machen, wenn ich wieder da bin. Da hinten ist der Architisch. Und abwärts. Der schöne Alchitisch mit dem schönen Buch und dieser lustigen Trankzeichnung und allem anderen drauf. Okay, wir werden jetzt erstmal unseren Stab hier runterbrechen. So, dann gehen wir nach oben, weil ich muss jetzt zum Steinmetztisch als nächstes. Ach, der ist auch schön im Schatten der Bäume. So gefällt mir das doch. So, ich kann jetzt auf jeden Fall 7-mal Quartstein bauen. Das ist schon mal ganz gut. Weil ich glaube, hatte ich überhaupt noch welche? Mal kurz gucken. Ja, einen hatte ich noch. Wahnsinn. Quartsteine werde ich brauchen. Da mache ich jetzt mal genau 7 müssten ausreichen. Habe ich insgesamt 8. Naja gut, vielleicht passt die doch noch welche. Wieso, das werde ich jetzt gleich erklären. Weil es ist ja so, dass momentan die Aber-Day-Season läuft und ihr habt ja schon von diesen Dailies gehört, vielleicht auch schon in der einen Quest gesehen in dem Video. Man kann sich ein Petter spielen, das würde ich mit Liesel auch gerne machen. Problem ist nur, ich bin die nächsten Tage nicht zu Hause. Das heißt, wir müssen da einen Kompromiss miteinander schließen und ich hoffe da voll und ganz auf eure Mitarbeit und eure Zustimmung. Ich werde, sobald ich weg bin,
meine Frau damit beauftragen, sich jeden Tag mit Liesel einzuloggen und diese Daily zu spielen. Ihr dürft jetzt nicht böse sein deswegen, das liegt mir sehr am Herzen, weil ich eben auch so ein Pet euch mal zeigen möchte. Jetzt muss ich mal kurz schauen, wo wir hier Mahadevi haben. Oje, oje, jetzt muss ich erstmal... Ist Mahadevi noch auf Seite 1? Moment. Nee, das ist Tigerspine. Sunrise. Das ist Stadtgebiet Ferda alles, denke ich mal. Das hier ist alles Sunrise Peninsula. Das hier ist vor Mahadevi. Zumindest habe ich jetzt schon mal den Gebietsnamen. Die muss ich mal wieder erstmal... Ja, genau, hier. Das ist der richtige Port. Auf Seite 2, mittig Mahadevi. Und da werden wir uns jetzt auch hinbegeben, um eben die Daily anzunehmen. Und jetzt kommt bereits wieder die grüne Nachricht. Ich schätze mal wieder mit dem freundlichen Hinweis. Leute, meldet nicht jeden noch so gern Spieler als Bot hier, beziehungsweise als Exploiter. Weil die Ingame-Polizei teilweise auch ausgenutzt wird von anderen Spielern. Ne? Weil wenn da mehrere einen melden, dann wird er gleich in Ketten gelegt. Und wenn es bei einer Handelsroute passiert, dann ist da halt seine ganzen Waren los. Es wird teilweise missbräuchlich genutzt und da müssen sie auch erstmal an die Vernunft der Spieler appellieren, das nicht zu übertreiben. Vor allem wird prinzipiell jeder außer diesem Spieler erstmal als Bot gemeldet. Vielleicht passiert es ja jetzt mir auch, da kann ich euch auch zeigen, wie man diesen Bot-Debuff los wird, wenn man einen bekommt. Ist auch mal sehr interessant. So, zurück in Mahadevi. Und hier ist auch schon... Ah, da wollte ich auch gleich hin. Dieser freundliche blaue Herr ist jetzt der Questgeber für den Ostkontinent. Für die Arbor-Day-Quest, und zwar für meine erste. Ja, und die Aufgabe ist simpel. Begeben Sie sich zur Sunrise Peninsula, also quasi hier raus. Dort rüber und machen Sie da und pflanzen Sie da Ihr Bäumchen ein. Das werde ich jetzt eigentlich auch tun. Und dabei mit Lasti spielen. Ich werde auch meine Frau nochmal instruieren, dass er auch wirklich Lasti verwendet, dass er vielleicht auch noch ein bisschen Level in der Zeit. Und mehr wird mit dem Account noch nicht gemacht. Es geht mir nur darum, dass ich eben diese Zweige, weil von diesen Zweigen, die man als Questbelohnung bekommt, braucht man 7 Stück. Das zeige ich euch dann gleich. Und damit bekommt man eben ein Kampfpad. Und ich würde schon gerne nächstes Wochenende mit Liesel das Kampfpad in Empfang nehmen. Das Event geht nämlich leider nur noch bis zum 16. Heute ist der 9. Das heißt, wenn ich wenigstens ein Pädchen haben möchte, dann darf ich jetzt Gas geben, sozusagen. Aber vom Feinsten. Na gut, Lasti hat jetzt schon wieder über die Hälfte von seinem Level gemacht. Der ist bestimmt auch bald 20. Dann können wir auch mal besser Handelsrouten fahren und so Zeug. Aber das kommt dann alles später, wenn ich wieder zurück bin. Wie gesagt, die Möglichkeiten sind ja so gewaltig hier in diesem Spiel. Vielleicht ist ja auch schon Angeln da. Dann geht es natürlich mit Liesel auch eine Runde angeln. Ganz klar, das werde ich euch auch mal vorführen. Naja, Mahadevi, die Schönheit des Orients. Wem es gefällt. Das bringt mich jetzt auch gleich zur nächsten Frage, zur Interaktion für euch. Ich habe ja mir jetzt mal überlegt, jetzt wo ich beide Seiten mal gespielt habe, was definitiv die bessere Seite für mich ist. Und es ist und bleibt halt eben schlicht und ergreifend der Westen. Das liegt aber schon mal ganz alleine an den Rassen. Weil, wie gesagt, die Katzen, die bocken mich nicht wirklich. Die kleinen Kinders, die Harajaran, sind auch nicht so ganz mein Fall. Und ich bin da eher doch so der klassische Fantasy-Narr mit Elfen, Zwergen, Menschen. Von mir aus auch Feen. Mal gucken, was bei denen rauskommt. Es gibt nur eine Rasse, da bekomme ich das Kribbeln und das sind die Returns. Also bei den Returns, da könnte ich schon in Versuchung kommen, mal die Fronten zu wechseln. Ich denke auch mal, dass bei den Returns die Stadtgebiete entsprechend gestaltet werden. Aber das ist ja noch Zukunftsmusik, das liegt ja noch in so weiter Ferne. Bis dahin kann ich mich so auf dem Westkontinent austoben und damit den Return wirklich den Ostkontinent mal komplett neu und frisch erleben. Das vermutlich dann auch in Europa, weil da interessiert mich natürlich auch sehr die Lore, der Kanon, der hinter denen steckt. Da kann man bestimmt auch einiges von erwarten. Aber wie sieht es mit euch aus? Jetzt, wenn ihr euch so die Videos anguckt, so Let's Play von mir aus dem Ostkontinent, normale Videos vom Westkontinent oder Let's Roleplay, Let's Explore, Let's Play Together, die anderen Channels eben, was ihr da gesehen habt. Welche Rassen favorisiert ihr? Gibt es da irgendeinen Grund dafür? Ist es wirklich so, dass gerade weibliche Spieler eher auf die Katzen stehen?
Oder vielleicht auch, oder es vielleicht sogar auch weibliche Zocker, also Zockerweibchen gibt, die sich mit den Katzen gar nicht so anfreunden können. Da würde mich mal eure Meinung interessieren. Was gefällt euch gut, was gefällt euch schlecht? Also welche Rassen sind definitiv ein Go für euch? Welche Gebiete gefallen euch? Dass ihr mir einfach mal ein bisschen Diskussionsbeiträge reinsetzt, dann könnte ich die alle mal zusammenfassen und in einem Video auch dann vorstellen, wenn ich wieder von meiner Dienstreise zurück bin. Das wäre bestimmt mal ganz interessant, also schreibt da mal eure Meinung in die Comments einfach unten rein. Das wäre super klasse. So, die Sunrise Peninsula nähert sich wieder. Wie gesagt, also die Ostler haben auch hier wieder einen kleinen Raumvorteil. Im Westen, wenn ich das mal kurz zeigen darf, ist es ja so, man fängt hier in Marianopel an und darf hier durch das Gebiet raus. Aber im nächsten Gebiet ist es dann, Entschuldigung, in Two Crowns ist es dann doch noch, oh, jetzt wäre ich fast vom Abhang runter, ein Stückchen weiter, weil man muss wirklich fast bis runter an die Hafenstadt. Und hier im Osten ist es ja so, ihr seht es ja, ich reite hier raus. Habe auch das relativ kurze Stück und komme hier rein und kann quasi hier vorne gleich abgeben. Ja, könnte ein leichter räumlicher Vorteil für den Osten dann auch darstellen. Ah, der Kaffee, wunderbar. So, da vorne ist dann auch das Feld, kennt ihr ja bereits vom Special über die Arbor Day Quest. Und auf diesem Feld darf ich meinen Baum anpflanzen. Und ich denke, wir werden jetzt einige Bäume gleich entgegenlachen. Weil an diesem Baumtag setzen wirklich viele Spieler und die bleiben ja auch persistent in der Welt. Das ist also persistent in der Welt oder können auch abgeerntet werden, je nachdem. Was allerdings bis jetzt zumindest nichts gebracht hat. Ich könnte jetzt quasi auch mal wie so ein Maulwurf mich durch das Feld durchackern. Und mal gucken, ob ich dabei irgendwas bekommen kann. So, was bringt es dem Esel? Schon 7% der Ritt hierher. Sehr gut. Das heißt, eventuell hat Lasti sogar ein Level up. Bis ich wieder zurück bin. Mal sehen. So, jetzt bin ich auch am Ziel der Reise angekommen. Und hier sind wahrlich schon viele Bäume gesetzt worden. Sehr schön. Also hier muss man einfach nur noch abmounten. Dann kann man seinen Baum hier einpflanzen. Ich schätze mal, den Tag des Baumes werden wir auch in Deutschland zelebrieren. Und schon habe ich meinen ersten Ast. Meinen ersten von 7, die ich wie gesagt brauche, um mir ein Pet zu holen. Zu den Pets, die müssten hier eigentlich auch irgendwo sein. Oh, große Wiese. Und Ostara, sieht man das auch wieder schön hier hinten auftauchen. So, wo finde ich jetzt? Ah ja, hier vorne ist das Ausrufezeichen. Da seht ihr ja schon einige Bäume, die gewachsen sind. Ich könnte jetzt hingehen und die Bäume ausbuddeln. Das wird allerdings nichts bringen. Kostet auch keine Arbeitskraft. Also hier kann man sich keine Zweige ergaunern oder ähnliches. Ihr seht ja, zack, der Baum ist einfach weg und nichts weiter passiert. Und die eventuellen Belohnungen sollten eigentlich... Ja, seht ihr auch, ich spiele hier, der ausbuddelt. Genau, und hier unten seht ihr auch dann die Belohnungen. Und hier tauchen sie auf. Die Pets, die es als Belohnung gibt. Und zwar ist das einmal hier der kleine Pepi. Der kleine Pepi ist ein Fernkampf-Pet. Der hat ein Blasrohr, der kann auch ein bisschen heilen. Und hier der große, nein, nennen wir ihn einfach Baumi. Ich habe keine Ahnung, wie ich das sonst nennen soll. Der große Baumi ist ein Tankpad und ich glaube, dass das auch meine Wahl sein wird, weil als Rangler bin ich immer ganz froh, wenn ich da einen Baum bekommen kann. Der startet auf Level 10, wie man sieht, anhand vom Tooltip und das ist auch die Quest, die ich annehmen werde. Das ist auch die einzige, die ich schaffen kann. Ich könnte jetzt das andere Pad auch noch annehmen, aber bis das soweit ist, ist leider das Spiel auch schon vorbei. So, dann kann ich jetzt mal schauen in den letzten 15 Minuten, ob ich noch mein Instrument upgraden kann. Dann habe ich soweit meine Sachen auch wieder auf dem aktuellen Stand. Das Instrument, wie gesagt, geht ja erst mit Stufe 26 zum Upgraden. Danach geht es crafting-technisch erst mit Stufe 30 wieder weiter. Galopp, 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 Galopp. Naja,
Der Esel ist schon ziemlich putzig, aber leider auch sehr langsam. So, jetzt gehen wir wieder zu diesem Marktplatz. Den kennen wir ja schon aus früheren Folgen. Hier, wo sich das Portal auch befindet. Ist auch ein schöner Wasserfall. Ein schöner Brunnen, meine ich. Klasse. Klasse, klasse, wie sie hier langsam alles mit Leben versorgen und auch überall kleine Animationen hier, kleine Animationen da einhauchen. So wirkt das alles doch wieder ein bisschen lebendiger. Ja, und die im Kreisreiter haben wir natürlich auch weiterhin. So, hier ist relativ wenig los. Wir haben jetzt auch gerade mal, so koreanische Arzt seit 14 Uhr gleich. Jetzt geht es auf 7 Uhr langsam zu an diesem schönen Sonntagmorgen. Ich glaube, ich schaue jetzt erstmal zum Briefkasten, ob es da interessante Neuigkeiten gibt. Direkt hier neben Custom. Ja, wir haben ein was verkaufen können für 1,49 Gold. Ich weiß auch gar nicht mehr, was es war. Da müsste ich mal wieder in alten Folgen nachschauen. War das vielleicht das Silbererz sogar? Könnte möglich sein. Ja, der... Oh, aber das war einer von den Dolchen, genau. Ich habe einen von meinen Dolchen verkauft für 1,49 Gold. Yippie. Das heißt, ich hätte wirklich eine gute Idee, dass ich sie behalten habe. Ich glaube, ich setze den anderen Dolch jetzt auch nochmal rein. So, ich habe auch ein Golderz. Das kann ich jetzt eigentlich auch erstmal verklopfen. Ja gut, 24 Silber. Da kann ich mir auch, wenn ich echt mal eins brauche, auch mal eins nachkaufen. Nein, nicht 23 Gold. Ja. 24 Silber 50. Mal gespannt, wie der Erzpreis im Moment ist. Bestimmt noch miserabel. Ja, 100 Erze, 40 Silber. Wie gesagt, da muss auf jeden Fall noch was gemacht werden. Ansonsten stürzt der Erzpreis wirklich ins Bodenlose. Ja, da haben wir zum Beispiel gar keine drin im Moment. Die verkaufe ich dann wieder für 1,49 Gold. Probiere es einfach nochmal. 1,49 Gold, eine 24-Stunden-Auktion. Zack, schon haben wir sie drin. Die muss ich dann auf jeden Fall crushen. Und jetzt geht es ja darum, Kupfer zu finden. Das heißt, ich gehe jetzt wieder in die Kategorie Rohmaterialien, Roherze rein. Halt, da muss ich erstmal oben den Text rauslöschen. So. Und da haben wir auch schon Kupfererz. Das suchen wir gleich mal danach. Eigentlich brauche ich nur 3 Kupfererz, keine 10. Da steigt der Preis langsam, weil man braucht mit dem nächsten Patch wieder wesentlich mehr Kupfererz auch. Ich schau mal, ob ich bei den fertigen Bannen vielleicht ein Schnäppchen finden kann. Halt, die Bannen sind, glaube ich, das hier, oder? Ja, genau. Super, das ist ja wieder so viel verkauft. Oh. 3, mir reicht eigentlich eine. Oh, sind die teuer? Nee, ich glaube, ich kaufe mir doch lieber Roherz. Nur warte mal, 10 Erze, 1,30. 5 Barren, was 15 Erzen entspricht, 1,39. Da kaufe ich dann doch lieber Barren. Ganz ehrlich, da muss ich auch nichts verarbeiten. Sehr gut. Wie gesagt, bei manchen ist es so, dass die Grundmats eben teurer sind, weil man die ja noch verarbeiten kann. Sprich, es gibt Arbeit. Es gibt Skillpunkte in dem jeweiligen Beruf. Ich bin aber auf den Beruf jetzt hier nicht angewiesen. Deswegen kann ich mich da einfach so bedienen. Dann schauen wir mal, was wir jetzt noch brauchen. Juwelier. Jetzt haben wir hier den einen Barren, das kann ich kaufen. Da muss ich einmal noch crushen. Wo haben wir hier einen Crusher? Crush, 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 crush. Crusher sehe ich jetzt hier gerade keinen. Mal drüben gucken, ob da irgendwo einer ist. Da ist auf jeden Fall der Juwetisch. Und hier, wie gesagt, auch das Brett für den Schriftgelehrten, na, wo wir unser Book of Knowledge bauen können. Also da die Druckerpresse. Sabralot, wo ist... Ah, hier ist er. Der Crusher. Dann crushen wir mal, dass wir unsere Roden auch zusammenbekommen. In der Zwischenzeit können wir schon mal das Ding hier auch ablegen. Ich glaube, das ist auch gleich der richtige Händler für die Sachen, die ich brauche zum Herstellen. Für die Katalysator, Tränke, Schmiermittel, wie auch immer. Und da brauche ich jetzt 5-mal das mit dem Pfeil nach unten und dem O. Das haben wir hier. 1, 2, 3, 4, 5. Heppa. Jetzt haben wir alle Mats zusammen. Dann auf zum Juwetisch und upgraden.
Dann sind jetzt die ersten 20 Minuten vom Let's Play um und das hätten wir dann auch geschafft. Nein, diesmal baue ich das richtige Instrument. Das könnt ihr vergessen, dass ich diesmal wieder das falsche baue. So. Und hoffen wir eventuell auf ein Upgrade. Das wäre natürlich super klasse. Und... ja, Brock auf grün. Grüne 26er Gitarre. Dann schauen wir uns die neue Gitarre gleich mal an, ne? Na, ich muss schon sagen, die werden immer schicker, die Dinger. Und das wird ja irgendwann eine richtige E-Gitarre werden, das Ding. Mit höherem Level, da bin ich mal gespannt, wie das dann aussehen wird. Ja doch, schick, 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 schick. So, jetzt haben wir noch 10 Minuten über. Ich würde sagen, ich craft jetzt noch ein paar Portsteine. Und in der Zwischenzeit erzähle ich euch ein bisschen was, was ich noch so vorhabe, wenn ich von meiner Abwesenheit zurückkomme mit dem Let's Play. Also wie gesagt, ich bin jetzt 5 Tage erstmal weg. Wir haben jetzt Folgen für Mittwoch, Donnerstag, Freitag, die dann auch released werden. Dienstag wird dann die Spielpause werden. Leider, leider, ich bin stimmlich leider doch sehr angeschlagen jetzt. Das macht auch keinen Sinn mehr für mich, da ich heute noch Koffer packen muss und einige andere Sachen noch vorbereiten darf. Wie gesagt, folgende Pläne gibt es halt eben jetzt quasi Singing Lands weiter questen. Dann möchte ich noch ein paar Hochseeabenteuer mit euch machen. Ich werde mal gucken, ob wir nur an ein paar ausgewählten Stellen, ich will ja nicht zu viel spoilern, mal nach Schätzen tauchen gehen. Dann auch mal eine Schatzsuche starten. Der Esel soll natürlich Stufe 20 werden, dass ich mit Lasti mal Handelsrouten auch etwas schneller fahren kann, auch im Inland. Ja, und dann geht's schon an die großen Pläne. Also Stufe 30 Rüstungsset ist da natürlich sehr interessant. Dann habe ich eventuell vor, ich muss da mal die Matzpreise angucken, dass ich mir mit Liesel einen Traktor erarbeiten kann, um noch größere Touren auch zu fahren. Das wären dann so die nächsten großen Ziele, denke ich mal. Und halt immer nebenbei das Leveln halt. Das passiert ja einfach so, ne? Jetzt halt eben viel mit Questen gemacht und da wird jetzt auch viel mit Handeln eben passieren und solchen Sachen. Ich werde schauen, euch mal ein bisschen weiter in die Spieltiefen einzuführen, dass ich jetzt quasi noch, bevor ich die PvP-Zonen erreiche, auch den Trecker fertig habe. Traktor wäre ja wirklich schon ein Traum, den ich mir mit Diesel gerne erfüllen würde. Aber da kommen wir halt eben dazu, wenn die anderen Vorbereitungen soweit abgeschlossen sind. Da ist ja ein bisschen mehr erforderlich, als nur ein bisschen durch die Gegend laufen und Mats farmen und so. Dann natürlich angeln, wenn es mit dem Patch reinkommt. Ich werde mit Liesel auch eine Runde angeln gehen. Ich werde euch das Hochseeangeln zeigen. Und hoffe, dass ihr dadurch halt eben einen noch besseren runden Eindruck vom Spiel bekommt. Ansonsten alles, was natürlich so außen rumläuft, wird weiterhin informativ drin sein. Ich werde schauen, dass ich ein paar interaktive Elemente einbauen werde ins Let's Play. Dass ich euch noch gezielter frage, mich auch mal in die Diskussion ein bisschen besser einmischen kann unterhalb. Das sind alles so Sachen, die ich jetzt eben noch so vorhabe und ich im Laufe der Zeit mit diesem Let's Play einfach erreichen möchte, dass quasi ArcheAge euch noch ein bisschen näher gebracht wird, ohne dass ich natürlich allzu viel spoilere. Wie gesagt, wenn ich jetzt halt so Sachen mache wie Erkundungstouren oder mal Schiffswracks, dann werde ich schon gucken, dass ich wirklich Common Sense Sachen auch nur aufdecke, so wie eben die letzte Silbermünze, weil das war ja eigentlich zu erwarten, dass da oben eine ist. Und wenn keine oben gewesen wäre, dann hätte ich mich halt eben geirrt. Weil das hätte ich in dem Fall wirklich auch selber nicht gewusst. Dann natürlich hoffe ich weiterhin auf starke Interviewpartner. Ich habe es ja angekündigt, über den Tellerrand hinausblicken, auch mal über andere Spiele ein bisschen quatschen. Dann auf kurz- und mittelfristige Zeit mal schauen, dass ich jemanden vielleicht mal von Trion an die Strippe bekomme, dass jemand von Trine mal sich hier jetzt nicht unbedingt Fachfragen stellt, sondern einfach nur mal hier ein bisschen mit mir daddelt und ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert. Ich denke mal, da wird Trine im Moment noch nicht so weit sein, mir irgendwelche Infos zu liefern. Da warten wir einfach mal ab. Oh, wir haben was verkauft. Sehr gut, das war dann wohl das Golderz, vermute ich mal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass den Dolch jetzt jemand so schnell gekauft hat. Aber da, wie gesagt, einfach mal abwarten, was die Zukunft so bringt. Wie gesagt, meine Frau wird sich jetzt ab morgen dann jeden Tag einloggen mit Liesel. Wird einmal diese Daily machen. Das heißt, ihr werdet auf jeden Fall eine veränderte Erfahrungsleiste haben. Ihr werdet auf jeden Fall vielleicht auch einen gelevelten Esel sehen, wenn ich wieder zurück bin. Da muss ich leider Gottes dem Live-Gedanken mal kurz eine Abfuhr erteilen. Ich meine, wenn ich jetzt zu Hause wäre, würde ich das selber machen und würde euch auch live daran teilhaben lassen. Und so, was halt passieren wird, ist Quest in Mahadevi annehmen, Baum pflanzen und das war's. Und das wird meine Frau jetzt quasi jeden Tag durchführen, während ich nicht anwesend bin. Damit wir dann auch noch ein Kampfbett haben. Das Kampfbett wird natürlich auch nebenbei gelevelt. Allerdings hat der Esel natürlich erstmal Vorrang und das Kampfbett wird dann quasi mit
Liesel zusammen groß und alt werden. Das fängt natürlich auch erst auf Stufe 10 an. Das heißt, ich habe dann erstmal die Aufgabe, das ein bisschen hoch zu grinden, in Anführungszeichen. Und da werde ich mir dann auf jeden Fall meine nächsten Interviews auch für aufheben, für diesen Zeitpunkt. Vielleicht werde ich auch mal umskillen. Da müssen wir mal gucken, was man so alles skillen kann und was auch nicht. Was da so die Möglichkeiten sind. Ich denke mal, ich kann mich auch etwas mehr auf den Nahkampf jetzt verlegen. Da werden wir aber sehen, was die Zukunft bringt. So, und mit diesen Watten baue ich jetzt auch meinen letzten Stein. Und kann nochmal 5 weitere Badsteine bauen. Das sollte meiner Frau eigentlich ausreichen, jeden Tag diese Daily hier einfach mit Hin- und Her-Porten auch zu erledigen. Beziehungsweise werde ich zu ihr sagen, sie soll mit dem Esel halt, wenn sie in Mahadevi fertig ist, immer rausreiten. Weil sie ja doch nicht so weit ist. Ja, Plexin, das war in ein paar Minuten auch schon erledigt. Halt, stopp, die Badsteine kann ich ja auch direkt bei der Steinmetzstation bauen. Ich werde noch ein paar Auktionen einstellen. Mal gucken, ob ich noch ein bisschen was verkaufen kann, bis ich wieder zurück bin. Muss ja auch immer ein bisschen Geld bei der Sache reinkommen. Was war das jetzt? Okay. Oh, ich habe eine Gildeneinladung bekommen. Nein! Was habe ich getan? Was habe ich getan? Was habe ich getan? Ich bin in einer Gilde. Das war jetzt keine gute Idee, glaube ich. Oha. Ich bin mit lauter 50ern in der Gilde. Und nein! Das war jetzt echt... Oh. Ich schätze mal, wenn ich mich wieder einlogge, bin ich sowieso nicht mehr in der Gilde drin. Wie gesagt, dann mache ich heute etwas früher Schluss. Ich danke euch allen herzlich fürs Zugucken. Super, ich bin jetzt Gildenmember. Ja, wie gesagt, das hier ist das Gildenmenü, damit man das mal kurz überfliegen kann. Spieler mit ihren Rängen, Invite des Spieler und so weiter und so fort. Ne? Das ist immer so ein nettes Ding. Da sieht man dann auch ein paar Infos zur Gilde vermutlich. Auch hier Seite 1, so die Gildenübersicht. Das wird über den Browser geladen. Always keep the pink. Das darf man auf jeden Fall nicht vergessen bei der ganzen Geschichte. Oh Gott, ich kenne die Gilde gar nicht. Ist ja auch eher etwas kleiner, ne? Und sind natürlich alles Koreaner. Oh je. Ob ich mich da so lange halten kann? Mal gucken. Ich danke euch auf jeden Fall herzlich fürs Zugucken. Ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Woche. Drückt mal die Daumen, dass ich alles ziemlich durchziehen kann. Dann bin ich ab nächste Woche nämlich wieder zu Hause und muss meine Montagetätigkeit nicht verlängern. Ja, ich wurde jetzt zum guten Schluss auch wieder aus der Gilde rausgekickt. Alles perfekt, alles grün. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Wochenende. Oder beziehungsweise bis morgen mit der nächsten Folge. Ich denke, ich werde dann wieder eine haben. Ciao, ciao.